Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Hallo Nick, was gibt's denn? Ah, Luftangriff. Shift haben wir ein Bombenvisier, okay. Verdammt! Das habe ich bis hierher gehört. Du musst einen Sektensiegel haben. Die sind randvoll mit Dünger, aus denen die Peggys Sprengstoff herstellen. Dasselbe Zeug, mit dem diese Arschlöcher Nick und mich angegriffen haben. Schalte sie alle aus. Mein Vorschlag? Nimm Nicks Flugzeug. Der hat bestimmt nichts dagegen. Mhm. Deputy. Es scheint zwei weitere Tankwagen zu geben und die wollen sie aus der Schusslinie bringen. Lass sie nicht entwischen. Ja, ballert ihr mal. So, den wollt ihr wegbringen. Das schon leider noch nicht. Okay, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Jawohl. Ich glaube, ich fliege dann noch mal neu an. Und ab. Oh, wir müssen die komplett auffüllen. Na dann, machen wir das doch mal. Hm. Okay, Bewegungsziele sind halt natürlich deutlich schwieriger zu treffen. So. Kommt halt noch der andere Wagen dran. So, da haben wir ein ganzes Stückchen noch, was wir überbrücken können. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch was, was wir zerstören können. Ich glaube, geldmäßig sieht es ja auch relativ locker aus. Von daher, das sollte alles soweit mal passen. Gehen wir auch mal ein oder zweimal was nachfühlen. Von einem Zivilist zu sein. So, die Herren, wo wollt ihr denn jetzt das Ding parken? Achso, warte mal, da ist noch was zu zerstören. Na, die Herren? Wie sieht's aus? So, Luftangriff abgeschlossen. Sehr schön. Wieder ein paar Punkte erhalten. Allerdings muss hier noch was zerlegt werden. So, auf. Dann fliegen wir nochmal neu an. Ach, wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind. Die ballern mich dann auch hier komplett runter. Okay, die haben ein bisschen üblere Waffen. Das ist halt wieder so eine scheiß Mission wegen diesem blöden Random-Kack hier. Er hat sich
ist ganz schön gewehrt. Gescheitert. Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei! Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Na gut, dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie entkommen kann. Dass wir einen Rollstuhl haben, also einen Bürostuhl. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ich glaube, das tut weh.
Wir sind frei. So, ihr habt also Verstärkung gerufen. Ich habe, glaube ich, auch nichts. Nee. Das haben wir alles schon erledigt, liebes Spiel. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Dank ihm weiß ich, dass meine Sünden verhindert haben, der Mann zu sein, der ich sein will. Ich danke dir. Nacht. Oh, das hätte fast ins Auge gehen können. Da haben wir noch jemand. So, Knarre wäre, glaube ich, nicht schlecht. Nacht. Oh Gott, was haben die vor? Was wollen die mit mir anstellen? Stelle verriegeln. Das ist falsch. Das könnt ihr nicht mit uns machen. Das brauchen wir erstmal nicht. Das Rohr. So ist es. Bald spielt es keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt. So, wir hätten 3 Punkte, sehe ich gerade. Noch nichts, was irgendwie lohnt. Ich würde gerne nochmal. Wo ist denn dieses Waffenrad? Wie kann ich denn mal die Wurfdinger auswählen? Wurfgeschosse? So wahrscheinlich. Okay, so ging das nicht. Ja, ja, ich mach's nochmal. Komm, bring mich jetzt um. Wieso kann man nicht einfach mit den Dings, mit dem Zahn, mit dem Waffenrad die Dings durch... Also wie gesagt, mich nervt gerade, dass das halt keine Standardsteuerung hier ist. Den Waffen... Mausrad, Waffen durchschalten und gut ist. Wie kriege ich denn diese scheiß Wurfgeschosse? Oder die Wurfmesser halt. Ich habe im Moment gerade andere Sorgen, Mädel. Und ich möchte John danken, hey, Deputy, falls du noch ein Flugzeug brauchst, komm einfach zum Flugplatz. Danke. Wir haben noch welche im Hangar. Ja, ja, ist okay. So, dann geh du mal darüber. War das mit G, dass ich durchschalten kann? Das ist doch schön. So, wie kann ich denn bitte die Wurfmesser auswählen? Ach, Q war das genau. Auf 7 sind die, haha. Dumm. Ruhe halten, bitte. Klappe zu. Diese tollen Bunker. Das heißt, beruhigt euch. Ihr seid hier sicher. Unsere Seele. Zack. Die Beichte.
Gott, was haben Sie vor? Was wollen Sie mit mir anstellen? Zelle verriegelt! Das ist falsch! Das könnt ihr nicht mit uns machen! Ich hab Angst! Gott, ich hab solche Angst! So, dann schauen wir mal. Falsche Taste. Okay, trotzdem werden wir erkannt. Unschön. Tschüss. Waffe wechseln, bitte. Waffe wechseln. Achso, ich habe die Waffe, glaube ich, nicht aufgehoben. Man, ich muss meine Waffe holen. Was hat der die jetzt nicht mit? Ja, weil ich wieder zu schnell hier durch wollte, weil ich hab's ja schon mal gemacht. Und ich hasse es, dass so Sachen immer neu machen zu müssen. Da, gib mir die Knarre. Danke. Meine war das. So, danke für die Muni. Dann ballern wir uns halt hier durch. Klappe halten. So. Dankeschön. Okay. Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder. Sagt ja! Ich gebe mein Leben im Namen des Vaters! Ich will die Knarre bitte, danke. So, dann versuch doch mal rauszukommen. Ja, ja. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben! Lasst ihn daran ersticken! Deine Sünde verzehrt. Mach dich blind gegen... Heil dich. Gottverdammter Sack. Heil dich doch, wenn ich auf diese Scheiß-Taste drücke. Mann! Reaktion. Beziehungsweise diese verzögerte Reaktion hier immer. Ja gut, also schneller rennen, mehr schießen und mehr töten, oder passt das? Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder. Sagt ja! Ich gebe mein Leben im Namen des Vaters! So. So, gib mir die Knarre, danke. Okay, wir kriegen aber doch relativ viel Erste Hilfe, sehe ich gerade. Das ist ganz gut. Ja, vielleicht nicht so schlecht, sich hier nochmal zu heilen. Kurz. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben! Lasst ihn daran ersticken!
So, hier mit eurem Zeug, bitte. Deine Sünde verzehrt dich, macht dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulösen. Gott, verfickte Scheiße! Wieso sind auf einmal hier so viele Gegner, die ich nicht sehe? Mann! Wahrscheinlich, wenn wir rauskommen. Wahrscheinlich ist das Sinn der Sache, dass wir halt rausrennen und dann halt erstmal nichts sehen. So. Dann halte ich mich, glaube ich, jetzt mal, wenn ich aus dem Bunker rauskomme. Wunder, bitte, danke. So, dann. Ach ja, da haben wir noch jemanden. Du kannst da mal weg. Aha, ich bin versteckt. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Komm noch ein Stückchen um die Ecke. Den Sünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Nachladen, nachladen. Und schießen, schießen. Gottverdammt, du hast ja noch nicht so viel Zeit. Trottel. Siehst du? Das ist die Macht des Ja. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Das werden wir mal sehen. Verlasse diesen Ort. Friss deinen Jätschorn in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. Finde ich jetzt nicht so gut. Tschüss. So, dann verziehen wir uns mal. Ich denke, wir hätten doch einfach normal da durchheizen können, aber ich nehme jetzt mal tatsächlich ausnahmsweise den gedachten Weg. Zumindest mal denke ich, dass es zumindest den sinnvollen Weg sah. Ja, kriegen wir ihn, denke ich mal. So. Ja, da haben wir noch Dings, Tanklaster. Drehst du dich nochmal um, Auto? Ja, du drehst dich nochmal um, okay. Verkünder, das klingt ja auch ganz interessant. Okay, da werden wir uns das nächste Mal dann drum kümmern. Also um eine der Missionen. Obwohl, ich kann jetzt auch wieder schnell reisen. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.